Willkommen zurück zu einem weiteren mysteriösen Mordfall bei Assassin's Creed Unity. Die Leichenpolitik. Eine Leiche am Tisch. Ich bin Madame Girard. In der ersten Ebene befragt ihr bitte 4 Personen. Eingeladen. Darauf hatte ich mich sehr gefreut. Die Hennebers sind ein reizendes Ehepaar. Aber er genoss meinen höchsten Ganz Respekt. Besonders dieser Monsignore Gerard scheint mir doch ziemlich verdächtig zu sein. Ist einer seiner Diener verschwunden. Das ist schon ungewöhnlich. Habt ihr alle Personen befragt? Dann begibt ihr euch bitte in die nächste Ebene, wo ihr das Adlerauge einmal auslöst und dort 2 Briefe entdeckt. Habt ihr alle Briefe gelesen? Geht ihr wieder runter? Habt ihr alle durchgelesen? Könnt ihr auch Monsignore Gerard einmal bitte ein politischer Gegner, beschuldigen? Aber er genoss meinen höchsten Respekt. Meine Frau und ich nahmen sein... Er stimmte dafür, den König zu schonen! Er war ein Verräter der Revolution! Er war ein Verräter der Revolution. Sitzt der böse Monsignore im Knast. Ihr weckt einmal bitte den Sheriff. Ich komme nicht dahinter. Warum zerspringt das Glas nicht? Merkwürdig. Also los, wählt. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen, den Like und den Kommentar, den ihr vielleicht da lasst. Ich wünsche euch nur alles Gute und Erdenkliche. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.